So, dann haben wir jetzt einen jungen Mann zu Gast, meine Damen und Herren, der schon des Häufigen bei uns war, ein begnadeter junger Comedian, der demnächst die Moderation der Comedy-Legende, Legendenshow Nightwash übernehmen wird. Sein aktuelles Solo-Programm heißt I'm Lucky, I'm Luke und hier ist er, Luke Mockridge. Sehr cool. Hi. Hi, mein Name ist Luke Mockridge, ich bin 24 Jahre alt und meine Freundin hat mich verlassen. Sie hat mich betrogen. Mit meinem besten Kumpel. In meinem Bett. Und der Wichser ist heute hier. Da klatscht da der Assi, ja. Nee, in meinem Bett und ich hab's auch relativ schnell rausbekommen, weil wirst halt irgendwann wach. Das war einer der Gründe, warum wir nicht mehr zusammen sind. Ne? Auf einer menschlichen Ebene hat's auch nicht mehr gepasst und sogar die Konstellation der Sterne war gegen unsere Beziehung, weil ich bin ein sensibler Widder und sie ist eine Fotze und das hat einfach nicht. Das ist Astrologie, da kann ich nichts für. Ja. Ja, sie war so eine Depri-Bitch auf Facebook, kennt ihr das? So diese Mädels, die immer so Depri-Scheiße posten. Oh, so ein Lana Del Rey-Video nach dem anderen. Und so Depri-Sprüche wie, ich laufe durch den Regen, dann sieht man meine Tränen nicht. Was soll ich da machen als Freund? Ich drück dann immer, gefällt mir. Ich habe den Post auch mal geteilt, weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich würde sie auch gerne eifersüchtig machen. Ich habe sie nämlich noch auf Facebook, wir sind auch befreundet. Und ich würde sie gerne eifersüchtig machen, deswegen wäre es total toll, wenn hier gerade die Frauen mir auf Facebook schreiben. Über den Auftritt sowas wie, ey, gestern Nacht warst du voll geil. Hammer Typ. Bitte nicht sowas schreiben wie, ich habe noch nie so gelacht wie bei dir, das wäre... Das wär... Oder ein bisschen kurz der Auftritt, Kollege. Nein. Das wäre doof. Jetzt bin ich halt Single, jetzt muss ich halt auch Kondome kaufen. Ist auch sehr peinlich, oder? Mir ist das irgendwie Kondome... Ich weiß nicht genau, wie man damit umgeht. Ich hatte mal eine Frau vor mir an der Kasse, die hatte nur Kondome gekauft. So ein 24er-Pack Kondome. Fand ich schon sehr mutig. Dann werden die so gescannt, piep, und sagt der Verkäufer, wollen Sie eine Tüte? Dann sagt sie, nee, so hässlich ist mein Typ gar nicht. Fand ich geil gelöst, ja. Jetzt bin ich halt Single, jetzt muss ich mir irgendwie mit One-Night-Stands die Hörner abstoßen. Und das auch irgendwie, One-Night-Stands sind auch nur in Hollywood cool. In Hollywood sind die immer hammercool. Da hast du so zwei attraktive Leute, die sich so kennenlernen, so, hey, wer bist du? Ja, ich bin der. Und was machst du? Ich mach das. Bäm! Läuft. Aber im echten Leben ist es nicht ganz so cool. Ne? Man meint, beide wollen so hip und sexy voreinander sein, sind es aber nicht. Ne? Man weiß nicht genau, wo packt man an, wo macht man was. Ne? Man bastelt so aneinander rum, zieht so die Klamotten gegenseitig aus. Und da ist eine Stelle, wo ich immer scheiter. Die Socken. Wann zieht man die aus? Es endet immer so, dass ich komplett nackt da stehe, nur mit Socken. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du unterbrichst deine Rummacherei und machst den super sexy Socken-Ausziehtanz. Oder so, Moment, und dann so durch deine Wohnung. Oder du machst den By-the-way-Move. Den Sie-wird's-schon-nicht-merken-Move. Haben wir alle mal gemacht, oder? Das ist der Moment, wo du beim Knutschen mit dem dicken Zeh merk die nicht. Ich habe extra auf iTunes so einen Bums-Folder eingerichtet. Da ist meine ganze Sexmucke drin, ne? Romantische Lieder. Ich hatte mal Besuch und mach dann den Bums-Folder an. Und es fing ganz gut an, aber dann merkte ich beim Rummachen, oh, das war nicht mein Bums-Folder, sondern die komplette iTunes-Mediathek, die ich da angemacht habe.
18.000 Lieder auf Shuffle. So, fuck, was kommt als nächstes, ne? Zweiter Song ging noch, war der Soundtrack von Fluch der Karibik. Hab ich aber gut gerettet und hab dann so einen Haken gemacht, so. Ging. Nächster Song war dann sehr, sehr peinlich. Kennt ihr den? Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Die Pokémon, um zu verstehen, ich kenne die Gefahr. Pokémon, komm und schnapp sie dir. Ey! Mir war das so peinlich. Und was macht sie? Sie singt mit. Und dann kurz vorm Orgasmus packt die an meinen Penis und brüllt Pikachu, Donnerblitz! Und dann schläft man ja auch in der Löffelchenstellung zusammen ein, ne? Löffelchenstellung kennt ihr, ne? Wenn man so nebeneinander einpennt und man hält sich so Brust an Rücken, der Mann hält die Frau die ganze Nacht ganz süß, ne? Und für eine Frau ist es doch toll, oder? Man fühlt sich warm, man fühlt sich beschützt, die Monster können nicht angreifen. Aber ganz ehrlich, Jungs, für uns ist die Löffelchenstellung eine Katastrophe, oder? Weil irgendwann schläft dein Arm ein und du hast die ganze Nacht die Fresse voller Haare. Und dann am nächsten Morgen so, und Schatz, wie hast du geschlafen? Ganz gut. Muss dann ins Bad und dann wie so eine Katze die Haarbellen auskotzen. Ist der nächste Morgen, ne? Dann nächster Abend wieder, neues Spiel, neues Glück. Wieder in die Discos, Frauen anbaggern, antanzen, ne? Da hab ich eine Frau gesehen, die war der Hammer. Ne? Ich dachte so, komm, lädst du sie mal auf ein Getränk ein? Ein Hugo? Hab sie auf einen Hugo eingeladen. Was macht sie? Sie nimmt das Getränk, was ich ihr gekauft habe. Danke. Und reicht es ihrem Freund. Was ein Assi-Move. Gut, ich meine, für mich war es dann sehr, sehr lustig zu sehen, wie der Freund dann auf die K.O.-Tropfen reagiert. Also. Nicht ganz so schlimm. Ich habe halt ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu Sex, ne? Kann daran liegen, dass meine Eltern mich mal beim Masturbieren erwischt haben. Ja. Ich war so 16, 17, hatte so neue Kopfhörer. Neue schallisolierende, raumabdämmende Kopfhörer. Geh in mein Zimmer, Tür zu, setz die Kopfhörer auf. Kopfhörer rein in den Laptop. Und dann gibt's im Internet ein paar Seiten, die das anbieten. Ja, kenn mich da jetzt nicht so gut aus, aber hier, YouPorn, RedTube, Pornhub, PornJuice, ja. Mach dann so mein Ding, war dann fertig, total entspannt, lege ich die Kopfhörer ab. Oh. Dann, als ob nichts wäre. Neben mir auf dem Schreibtisch ein Tablett mit einem Käsebrötchen und so einem Kakao. So, ich muss los. Morgen früh ist Quidditch und wir müssen die Hufflepuffs wegbumsen. Deswegen, das war's von mir. Ciao. Luke Mockridge. Zunächst mal Nightwatch. Yo. Diese jungen Leute, habe ich da eben Worte gehört wie Bumsen, Penis, Fotze?